Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hola y bienvenidos a este encuentro, el Espíritu Santo y su guía. Ich freue mich, wieder heute hier mit dir im Meeting zu sein. Me alegro de estar aquí contigo en el encuentro de hoy. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Hoy revisaremos las siguientes frases. Ein Kurs in Wundern. Un curso de milagros. Einleitung. Introducción. Kapitel 1, die Bedeutung von Wundern. Capítulo 1, el significado de los milagros. Ja, wir sind hier also in einem Meeting, in dem wir das gesamte Textbuch des Kurses vom Anfang bis zum Ende durchnehmen. En este encuentro revisamos todo el libro de texto o todo el curso desde el principio hasta el final. Wir haben schon die Sätze von der Einleitung 1 bis 6 durchgenommen und heute nehmen wir 7 und 8 durch. Revisaremos ya las frases 1 hasta 7, no, hasta 6. Y hoy vamos a empezar con la frase 6 hasta 8. Wir werden uns aber den Satz 6 auch nochmal angucken, damit wir wissen, worauf sich der Satz 7 bezieht. Pero vamos a ver otra vez a la frase 6 para para ver el contexto. Wir schließen erstmal die Augen, machen eine kurze Übung. Cerramos los ojos para hacer un pequeño ejercicio. Wir schauen in den Geist. Miramos en la mente. Wir beobachten, ob da Gedanken sind. Observamos si hay pensamientos. Wir beobachten, ob da Schmerzen sind. Observamos si hay dolor. Und wir beobachten, ob da Emotionen sind. Y observamos si hay emociones. Wenn wir diese beobachten können, übergeben wir sie dem Heiligen Geist in seine Hände. Y si nos encontramos capaz de observarlos, los damos en las manos del Espíritu Santo. Indem wir sagen. Mientras decimos. Heiliger Geist, ich gebe dir meine Gedanken, Emotionen und Schmerzen in deine Hände. Espíritu Santo, te entrego todos mis pensamientos, mi dolor y mis emociones en tus manos. Damit du sie für mich aufhebst. Que tú los deshaces, Läuterst, purifiques, also das Wahre vom Falschen trennst, eso quiere decir que separes lo falso de lo verdadero und mir nur das Wahre zurückgibst. y que me vuelves solo que es la verdad, el verdadero. Wir sind für einen Moment still. Estamos en silencio durante algunos momentos. Lassen diesen Aufhebungsprozess vom Heiligen Geist durchführen. Y dejamos el Espíritu Santo hacer el proceso de purificación. So, jetzt bitten wir noch den Heiligen Geist um Führung. Ja, oder
Preguntamos al Espíritu Santo la guía. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Me dejo de un lado y que él me muestre el camino. Wir lassen den Körper leer werden. Y dejamos el cuerpo vacío. Einen Zeitabschnitt unbesetzt. Y un momento en el tiempo inocupado. Sodass Gott leicht eintreten kann. Así que Dios puede entrar fácilmente. Okay, dann öffnen wir die Augen, kommen wir jetzt zum Textbuch. Abrimos los ojos y vamos a continuar con el libro de texto. Fangen wir erstmal mit dem Satz 6 an. Empezamos con la frase 6. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Du kannst vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen, indem du dich hingibst. Du puedes, kannst du das nochmal in kleinen Sätzen sagen, bitte? Du kannst vom Verstehen wollen loslassen. Puedes dejar la voluntad de querer comprender. Und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Y dejar el conocimiento venir en ti. Indem du dich hingibst. Sí. Und der siebte Satz. La frase siete. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir, der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, gewahr zu werden. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Satz 8. Frase 8. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Wir lassen die Sätze im Geist sinken und sich ausdehnen und warten einen Augenblick. Dejamos las frases trabajar y extenderse y esperamos y relajámonos un momentito. Kommen wir zur Feedback-Runde. Ahora vamos a hacer un feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, ¿cómo te sientes en este momento? Ich fühle mich ruhig und friedlich. Me siento en calma y en paz. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Gracias, Nihira. Y conectamos durante algunos instantes con tu feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback. Ahora mi feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. Siento bien, me siento agradecido y en paz. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Y conectamos unos segundos con mi feedback. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung von den Sätzen. Ahora vamos a explicar estas frases.
Fangen wir nochmal bei Satz 6 an. Empezamos otra vez con la frase 6. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Ja, warum kann die Bedeutung der Liebe nicht gelehrt werden? ¿Por qué no es posible enseñar el significado del amor? Wenn du dich jetzt einfühlst, was fühlst du dann? Si ahora sientes dentro, ¿qué estás? ¿Qué sientes? Vielleicht fühlst du Liebe. Quizás sientes amor. Kann das gelehrt werden? Pero eso se puede enseñar, es posible enseñar eso. Könntest du jemanden anderen oder dich selbst Liebe lehren, wenn du keine Liebe empfindest? Puedes enseñar eso a alguien si tú mismo no sientes amor. Das wird schwierig. Eso sería difícil. Also müssen wir zuerst etwas verlernen. Entonces, tenemos que desaprender algo. Wir Lo müssen primero. verlernen, was im Weg steht. Tenemos que olvidar o desaprender que es el obstáculo. Wir wissen schon vom letzten Meeting, du selbst bist die vollkommene Liebe. Del encuentro del otro día, sabemos ya que nosotros somos amor. Du selbst bist die Liebe Gottes. Tú mismo eres el amor de Dios. Vielleicht nimmst du dich im Moment als ein Körper wahr. Quizás tú sientes que estás un cuerpo. Jedoch ist deine Wahrheit trotzdem vollkommene Liebe. Pero la verdad es que tú eres el amor perfecto. Du kannst die vollkommene Liebe aber nur fühlen. Pero solo puedes sentir el amor perfecto. Und du kannst dich lehren, dass du nicht die Illusion bist, Körper zu sein. Du puedes enseñarte a tú mismo que no eres, dass du was nicht bist. Körper. Que no eres un cuerpo. Der Körper kann als Kommunikationsmittel vom Heiligen Geist verwendet werden. Okay. El cuerpo puede ser utilizado por el Espíritu Santo como medio de comunicación de la luz. Für Lichtkommunikation. Okay. Sí. Jetzt lesen wir den nächsten Satz. Vamos a leer la siguiente frase. Satz 7. Frase 7. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos. Die dich daran hindern. Que impiden experimentar. Dir der Gegenwart der Liebe, La presencia del amor. die dein angestammtes Erbe ist, El cual es tu herencia natural. gewahr zu werden. Und jetzt teilen wir den Satz mal in kleine Stücke ein. Vamos a tomar esta frase en partes pequeñas, Er cortas. zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos. Also der Kurs zielt darauf ab, die Blockaden zu entfernen. El curso pretende despejar los obstáculos.
Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was ist eine Blockade? Tenemos que pensar qué es un obstáculo. Nehmen wir mal ein Beispiel. Por ejemplo. Nehmen wir mal ein Röntgenstrahl. Per Stopp, ne? ejemplo. Entonces aquí tenemos como ejemplo un rayo X. Was wäre eine Blockade für einen Röntgenstrahl? Para un rayos X, ¿qué sería un obstáculo? Wir wissen, Blei ist eine Blockade für einen Röntgenstrahl. Por ejemplo, sabemos que el plomo es un obstáculo para los rayos X. Das heißt also, ein Röntgenstrahl kann Blei nicht durchdringen. Eso significa que un rayo de rayo X no puede penetrar, no puede penetrar plomo. Ich nehme an, die Dichte von Blei ist zu hoch, dass der Strahl das durchdringen kann. Probablemente la densidad del plomo es demasiado alto que los rayos X no pueden penetrarlo. Wir können also jetzt feststellen, Blei ist eine Blockade für den Strahl Röntgen. Entonces, podemos ver que el plomo es un obstáculo para los rayos X. Wenn wir das jetzt übertragen auf das Licht Gottes, auf die Lichtkommunikation. Si eso vamos a stop. Also übertragen wir das jetzt auf die Situation Lichtkommunikation. Entonces, la acción con la salud. Okay, wir übertragen es jetzt auf Lichtkommunikation, okay? Entonces, vamos a aplicar este a la situación de la comunicación de la luz. Wenn die Lichtkommunikation außen wäre, also wir stellen uns jetzt mal vor, Gott wäre im Außen. Wir wissen, dass es nicht so ist. Gott ist nicht außen, Gott ist innen. Aber wir stellen uns vor, Gott wäre im Außen, okay? Por ejemplo, si imaginamos que Dios es fuera, sabemos que Dios no está fuera, pero solo como imaginación. Und die Lichtkommunikation wären Lichtstrahlen. Y la comunicación de luz son o serían rayos de luz. Dann wäre es ganz einfach, eine Blockade vor das Licht zu stellen. Eso es como poner Blockade un obstáculo vor das Licht delante zu de la stellen. luz. Okay, diese Blockade, das machen wir schon. Wir stellen zum Beispiel am Strand einfach einen Sonnenschirm auf. Por ejemplo, en la playa lo hacemos ya. Ponemos o tenemos como Umbrello. Rückenaufstopp. Umbrella. Sí, en la playa, por ejemplo, con una sombrilla. Jetzt ist aber Gott nicht im Außen, sondern er ist innen. Er ist innerhalb von dir. Er ist nicht innerhalb von deinem Körper. Er ist innerhalb von deinem Geist. Pero ahora Dios no está fuera, ni está dentro de ti, tu cuerpo. Está en tu mente, en tu espíritu.
Was für eine Blockade kann es im Geist geben? ¿Qué obstáculo puede existir en tu mente? Das müssen Gedanken sein. Eso tienen que ser pensamientos. Es müssen Gedanken sein, die Emotionen auswirken. Tienen que ser pensamientos que resultan en emociones. Welcher Gedanke löst eine Emotion aus? ¿Qué pensamientos está provocando una emoción? Machen wir mal ein Beispiel. Welcher Gedanke würde bei dir zum Beispiel Groll ausüben? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pensamiento puede resultar en resentimientos? Zum Beispiel, wenn etwas nicht funktioniert. Por ejemplo, si algo no funciona. Das könnte Ärger ausüben. Eso puede provocar Ärger. Groll. rencor, resentimiento. Also der Gedanke darüber, dass mich etwas stört. Fassen wir es einfach mal zusammen. Mich stört etwas. Algo me molesta. Das kann Es mich el ärgern, pensamiento. oder? Sí. ¿Qué puede? ¿Qué es que me molesta? Angenommen, das Internet funktioniert nicht richtig. Por ejemplo, el internet no funciona bien. Dann ärgere ich mich. Eso me molesta. Der Ärger führt dazu, dass ich Groll habe. Das fühle ich hier in meiner Bauchgegend. Y cuando me enfado, eso resulta en resentimiento. Also wir können jetzt festhalten, wenn etwas nicht im Fluss ist, wenn ich glaube, es muss schneller fließen oder besser fließen, aber es fließt nicht, dann ärgere ich mich. Okay? So, podemos concluir, si algo no está fluyendo como yo me imagino, no bastante rápido, no suficientemente lento, yo, eso me molesta. Wir haben ja hier jetzt gerade ein schönes Beispiel. Das Meeting fließt jetzt auch nicht richtig und man könnte sich jetzt darüber ärgern. Tenemos un muy buen ejemplo, que por ejemplo, este encuentro no está fluyendo perfectamente y podemos sentir merecimientos o que es que me enfado o que me molesto. Fühl dich Me ein. siento molestando. Fühl dich ein, kannst du Groll Siento. fühlen jetzt? Siehst du, wenn es Tú abgehackt sientes. läuft, kannst du fühlen, das führt zu Groll. Siéntete dentro. Si algo no fluye como tú imaginas, eso produce resentimientos. Wo liegt jetzt die Verantwortung? ¿Dónde está? Stoppen. A la responsabilidad. Okay, die Verantwortung liegt bei demjenigen, der es sieht. La responsabilidad es con la persona, con aquel que ve la situación. Der Sehende hat die Wahrnehmung. La persona que está viendo tiene la responsabilidad. Kannst du dir das vorstellen? ¿Puedes imaginar esto? Die Welt lehrt ja ganz anders. El mundo enseña de una manera muy diferente. Das Ego-Denksystem lehrt doch ganz anders. El sistema de pensamientos del ego está enseñando de una manera muy diferente. Es würde sagen, die Verantwortung liegt ganz woanders. Decía que la responsabilidad es en un otro lugar.
Ich würde sagen, die Verantwortung liegt bei dem Objekt. Kannst du mal auf Stopp drücken? Diría que la responsabilidad recae sobre el objeto. Okay, aber was können wir jetzt tun? Pero, ¿qué podemos hacer ahora? Ich glaube, du hast mittlerweile mitbekommen, dass die Lichtkommunikation abgebrochen ist. Probablemente has notado que la comunicación de luz se ha cortado. Aufgrund der Blockade Groll. A la causa del obstáculo resentimiento. Wie können wir jetzt den Groll, die Blockade, wegkriegen? ¿Cómo podemos quitar este obstáculo de resentimiento? Wir müssen sie vom Heiligen Geist aufheben lassen. Drück mal immer Stopp. Entregar al Espíritu Santo. Übergeben wir den Groll dem Heiligen Geist. Entregamos los resentimientos en las manos del Espíritu Santo. Also, schließen wir die Augen. Cerramos los ojos. Heiliger Geist, ich gebe dir meinen Groll in deine Hände. Espíritu Santo, te entrego mis resentimientos en tus manos. Damit du ihn aufhebst. Que tú deshaces esto. Und jetzt fühl dich ein, ob dieser Aufhebungsprozess in dir stattfindet. Y ahora siéntete dentro si este proceso de purificación tiene lugar en ti. Der Groll, der sich auch als Schmerz geäußert hat, müsste jetzt allmählich verschwinden. Y los resentimientos que has notado como dolor tienen que resolverlo. Yes. Jetzt haben wir gelernt, wie eine Blockade beseitigt wird. Ahora hemos aprendido cómo podemos quitar o resolver un obstáculo. Und das ist das, was hier steht. Er zielt viel mehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, im Satz 7. En la frase 7 es pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe gewahr zu sein. Que impiden experimentar la presencia del amor. Die dein angestammtes Erbe ist. El cual es tu herencia natural. Die Liebe, in Klammern vollkommene Liebe. El amor perfecto. Ist dein angestammtes Erbe. Es tu herencia natural. Jetzt müssen wir das Wort Erbe auch noch mal genauer anschauen. Tenemos que hablar de esta palabra herencia. Normalerweise bedeutet ja Erbe erst nach dem Tod, dass man es dann bekommt. En la vida normal, herencia es algo que normalmente, algo que recibimos después la muerte de alguien. Hier ist es aber nicht erst nach dem Tod Gottes. Pero aquí no es solo después la muerte de Dios. Gott ist unsterblich. Dios nunca muere. Er muss dir sein Erbe sofort geben. Él tiene que dar a ti, darte la su herencia ahora mismo. Du kannst das Erbe ablehnen. Tú puedes negar la herencia.
Aber vergiss nicht, das Erbe Gottes beinhaltet alles. Pero no olvides que la herencia de Dios contiene todo. Du kannst sagen, ich will nicht alles, ich will nur eine Sache. Tú puedes decir, no quiero todo, yo quiero solo una cosa. Dann nimmst du zu wenig an. En este caso, tú aceptas, no aceptas suficiente. Das bedeutet, du musst Trennung machen. Eso significa que tienes que hacer separación. Kann das in der Welt auch passieren? Eso es posible también en el mundo. Natürlich. Claro que sí. In der Welt kannst du dich für Besonderheit entscheiden. En el mundo puedes tomar decisiones para la exclusividad. Die Welt kann als Lernsituation verwendet werden. El mundo puede ser utilizado para aprender. Als allererstes brauchst du unendliche Geduld. En el primer lugar, necesitas paciencia eternal, sin limitaciones. Du kannst einen Kurs in Wundern nur mit unendlicher Geduld praktizieren, lernen, lesen. Solo puedes practicar, estudiar un curso de milagros con paciencia infinita. Kannst ihn auch nur mit unendlicher Geduld hören oder schauen hier in einem Video. Y también solo puedes mirarlo como un video, verlo en video o escucharlo con paciencia infinita. Warum ist das so? ¿Por qué es así? Liegt es an dem Kurs oder liegt es an dem Abwehrsystem? La causa es el curso o es el sistema de defenderse. Es liegt an der Abwehr. La razón es la defensa o el rechazo. Das heißt, wenn jemand den Kurs lernen will, muss er lernen, sich nicht dagegen zu wehren. Eso quiere decir o significa que si alguien que quiera aprender el curso, estudiar el curso, was muss der nicht, sorry? Sich nicht dagegen zu wehren. Tiene que ser consciente que no se defiende Jetzt kommen wir el zum, curso. kommen wir zum letzten Satz. Ahora la última frase. Satz 8. Frase 8. Also der letzte Satz für heute. La última frase para hoy. Kommen noch viele Sätze. Hay mucho más frases. Brauchst noch viel Geduld. Necesitas Viel mucho Geduld. paciencia, Aber diese mucha Geduld bekommst du paciencia. vom Heiligen Geist gestellt. Pero esta paciencia es dado por el Espíritu Santo. Er schenkt sie dir, er verleiht sie dir. Ella te lo da. Er hat die ewige Geduld und er kann sie mit dir teilen. Él tiene paciencia infinita y le comparte contigo. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Lo opuesto al amor es el miedo. Okay, das können wir vielleicht bis hierhin verstehen. Vale, quizás esto podemos entender. Aber jetzt geht's weiter. Pero ahora continúa. Doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Das bedarf keinerlei Erklärung. Y eso no necesita ninguna explicación. Wir sind für heute am Ende angekommen und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag in der Schau Christi. Y para hoy terminamos y te deseo un día maravilloso en la visión de Cristo. Adiós.
Und